Nachdem wir jetzt die Objekte auf Papier kennengelernt haben, wollte ich sie gerne auch mal im Rechner umsetzen. Da gucken wir jetzt erstmal nach BlueJay und werden dann das nochmal in Folien aufarbeiten, was da so passiert. Ja, zunächst eben, wir machen ein neues Projekt. Das ist immer eine gute Idee für neue Sachen, die man machen möchte. Das heißt also, ich gebe dem Ding irgendwie einen Namen, Projekt. Da es jetzt um Klassen geht, nenne ich das Projekt einfach mal Projekt Klasse. Da. Wir sehen nebenbei, bei BlueJay ist es so, dass die alten Fenster mal erhalten bleiben. Das heißt, man kann mehrere Projekte parallel bearbeiten, was durchaus ab und zu Sinn macht, kann aber auch dazu führen, dass man zu viele Fenster auf dem Bildschirm hat. Deswegen verabschieden wir uns jetzt von dem hier. Ja, also, die Strukturen, die wir uns gerade für ein Objekt überlegt haben, nämlich seine Eigenschaften, die werden definiert innerhalb einer Klasse. Das bedeutet eben, wir schreiben auf, welche Eigenschaften es gibt und können dadurch eine Klasse definieren. Eine Klasse ist damit eine Struktur, die vorgibt, wie ein Objekt aussieht. Und später packen wir auch noch da rein, wie ein Objekt bearbeitet werden kann. Machen wir es mal, indem wir eine neue Klasse machen. Wir haben gerade eine Klasse Datum oder Objekte vom Typ Datum kennengelernt. Also ist ein Klassenname Datum sicherlich auch eine gute Idee. Da haben wir unser Datum, gehen rein, gucken dann mal, dass wir, wie es aussieht. Haben wir dann hier. Ja, dann kann man eben jetzt hier erstmal alles löschen und dann eine Klasse anlegen. Das Schlüsselwort dazu heißt Class, das muss so geschrieben werden und dann eben kommt das Datum dahinter. Dann kommen die geschweiften Klammern. Bitte immer zusammensetzen, keine Flüchtigkeitsfehler. Jedenfalls wäre es ungeschickt. Ja, und jetzt muss ich ganz einfach meine Eigenschaften aufschreiben, die ich haben möchte. Welche Eigenschaften waren das? Ich hatte da stehen Tag, Monat und Jahr. Soweit ist so gut. Dann der nächste Schritt ist, ich muss meine Freunde mit Semikolon trennen. Das heißt also, jede Eigenschaft wird mit einem Semikolon getrennt. Jetzt habe ich das da drin stehen und Tag, Monat und Jahr sind Eigenschaften eines Objektes und die stehen in Objektvariablen. Sie gehören also zum jeweiligen individuellen Objekt dazu. Variablen kennen wir schon und wir wissen auch, dass Objekte Variablen Typen haben müssen. Das heißt, ich muss hier meinen Tag festlegen, welchen Typ es haben soll. Also schreibe ich hier zum Beispiel hin int Tag. Das heißt, ich lege damit fest, das soll eine ganze Zahl sein. Weitere Kommentarmöglichkeiten nebenbei kann ich jetzt hier ganz einfach so hinschreiben mit den zwei Slashes. Und dann habe ich einen Kommentar, der geht nur bis zum Ende der Zeile. Also, was habe ich hier drin stehen? Das hier ist eine Eigenschaft, die ich übersetzt habe. Und worin habe ich die Eigenschaft übersetzt? In eine sogenannte Objektvariable. Also ist Tag eine Objektvariable der Klasse Datum. Wenn wir später Objekte erzeugen werden, wird jedes dieser Objekte eine Objektvariable Tag haben und natürlich gleich auch Monat und Jahr. Ja, das heißt also, das muss ich einfach für alle Objektvariablen hier machen. Ich spiele mal ein bisschen damit. Vom Monat wissen wir ja, dass das, glaube ich, irgendwie nicht ganz beliebig sein kann. Also eigentlich nur eine Zahl von 1 bis 12. Ich nehme einen anderen Datentypen, den man auch für ganze Zahlen nutzen kann. Das ist der Datentyp Byte. Das heißt also eine Variante dazu. Byte ist ein Datentyp, der von dem Zahlenbereich, der dargestellt werden kann, deutlich geringer ist. Ich habe vergessen nachzuschlagen. Ich meine, es ist 100, minus 128 bis 127, was da möglich ist. Der Integerwert geht in den Bereich rein von irgendwie plus minus 2 Millionen, ganz grob gesagt, die man dort haben kann. Ja, ist es wichtig, ob ich int oder byte nutze? Erstens klar, wenn ich irgendwie eine sehr große Zahl haben möchte, also eine Zahl, die größer als 127 ist, macht byte keinen Sinn. Zweite Sache ist die Frage, sollte ich immer den kleinsten Typen nehmen, den es gibt? Die Antwort darauf ist für einen technischen Informatiker eher ja, weil wenn man hardwarenah programmiert, hat man eventuell ja, Probleme mit dem Speicher. Das heißt, man will nicht so viel Speicherbereich verbrauchen. Das heißt, man möchte das minimieren. Und dann ist es schon interessant, ob man Byte oder Int nimmt. Hier ist es relativ egal. Also in dem Moment, wo Sie in der normalen Programmierung in Anführungsstrichen sind, würde man meist einen Int-Wert dort nehmen, weil man sagt, ja, passt schon in der Form. Ich muss nicht ernsthaft darüber nachdenken, was da sonst noch so alles passieren kann. Für die ganzen Zahlen gibt es noch einen Typen, der heißt Long. Long steht für lang, lange Zahlen. Das heißt, damit kann man noch viel größere Zahlen darstellen als wie mit einem
Byte oder mit einem Int. Das heißt also hier, das Ding ist für sehr große Zahlen da. Schreibe nebenbei auch Kommentare jeweils so, dass ich die deutschen Sonderzeichen nicht nutze. Gewöhnen sich einfach ab, in so einer Datei keine Sonderzeichen zu verwenden. Sie sind an diversen Stellen erlaubt, aber das sollten Sie sich selbst einschränken und das dann nicht machen. Ja, die genauen Geschichten von den Typen dahinter werden Ihnen wahrscheinlich eher so in einer technischen Vorlesung erzählt werden. Also es ist die Frage, wie viel Speicherbereich man dort haben kann. Beim Byte kann man sich vorstellen, dass das dann eben nicht sehr groß ist, was wir dort haben. Dann haben wir hier eben noch so ein Int, den man dann dort nutzen kann, der deutlich größer ist, und ein Long. Ein Freund gibt es da auch noch. Den könnte man auch vielleicht hier nochmal verwenden, dann in der Form zum Beispiel. Der heißt Short. Das wäre so die vierte Variante, die es gibt, um Zahlen darzustellen. Ja, Short. Ich mache daraus mal einen Blub. Wäre jetzt also so, dass es eine Objektvariable Blub als Eigenschaft gibt. Jedes Datum hat einen Blub-Wert. Gibt es nicht. Nur um das mal gezeigt zu haben, kommentiere ich das Ding wieder aus und das ist da auch kein großes Problem. Nebenbei, wenn man sich mit dem Speicherbereich beschäftigt, ist die Frage, wie groß ist es denn? Ein Byte ist wirklich ein Byte groß, also 8 Bit, die man dort hat. Der Short-Wert hat 2 Byte. Int hat in Java 4 Byte und Long hat 8 Byte. Das ist in Java festgelegt. In anderen Programmiersprachen, um mal noch besser nachzugucken, da kann es da nebenbei auch noch Unterschiede geben. Ja, aber so kann ich jetzt meine Klasse Datum eben aufschreiben. Zur Sicherheit sollte ich überprüfen, dass ich sie kompilieren kann. Ich gehe auf Übersetzen und wir sehen, es wird wunderschön übersetzt. Das heißt, wenn ich irgendwo einen Fehler hätte, bauen wir hier mal ein. Übersetzen sehen wir, da steht irgendwie, dass es nicht übersetzt wurde. Ein roter Strich ist dran. Wir haben einen roten Balken hier und wir haben ein Kriseln hier dann in der Sache. Und das Semikolon, das Fehlende, wird hier schon sehr gut erkannt in der Form, was wir dort haben können. Wenn man nebenbei irgendwelche anderen Fehler macht oder sowas, dann heißt das nicht unbedingt, dass die Sachen ganz genau beschrieben werden können. Hier sehen Sie zum Beispiel drin, dass da irgendwie das nicht erkannt wird, dass die Zahl außersehen, weil ich da drauf getippt oder draufgefallen bin, entstanden ist. Okay, das ist also schon mal die Grundidee, wie man es machen kann. Das heißt, wir wissen jetzt, wie ein Objekt aussieht und können uns dann eine Struktur dazu beschreiben und das ist die Klasse. Mehr ist es nicht. Da das so toll funktioniert hat, machen wir es ganz einfach nochmal ein bisschen weiter, der Form, was wir haben. Wir können mal überlegen, was wir da modellieren wollen. Und ich möchte mal so ein kleines Spiel haben, wo zum Beispiel jemand mit irgendwelchen Monstern kämpfen kann, die dann halt irgendwie trainiert werden können und ähnliche schöne Dinge dann. Also ganz einfach nur mal so ein Spieler, der ein paar Monster hat und vielleicht eben ein Monster davon noch als besonderen Freund. Gucken wir uns das mal an. Also meine relativ freie Anforderung ist, ich möchte eine neue Klasse haben. Klasse soll mal Monster heißen. Soll also jetzt hier konkret ein Monster beschreiben. Ja, dann machen wir es mal. Also Ctrl A und weg damit. Also, ups, den kennen wir nicht. Class Monster. Einmal hingetackert. Und jetzt muss ich mir überlegen, schöner wäre es aus irgendwelchen Anforderungen heraus, wie jetzt das Monster aussehen soll. Also soll das Monster als erstes mal einen Namen bekommen. Das ist schon mal eine ganz gute Idee. Dann soll das Monster irgendwelche Lebenspunkte haben. Das heißt also wissen, wie fit es ist. Also Lebenspunkte haben wir dort. Dann soll es noch eine gewisse Stärke haben. Achtung, ich habe ein R getippt. Wir würden jetzt sehen, ich lasse das R mal, es tut mir so selbst immer an den Fingern so weh, aber ich lasse es mal kurz drin. Also Monster hat einen Namen, hat Lebenspunkte, hat eine Stärke, die es dort gibt und hat vielleicht auch irgendwie einen Erfahrungswert, den es da dazu geben kann. Das sollen jetzt mal ganz grob meine Modellierungen sein. Das heißt also, da habe ich schon mal meine 4 Objekteigenschaften drin stehen, mit denen ich hier arbeiten kann. Als nächstes muss ich mir nochmal überlegen, wie sehen die Typen dazu aus? Das sollen ja Objektvariablen werden. Und Name soll ein Text sein. Und für den Text gibt es einen Typen, der heißt String. Achtung, wir erkennen daran, hier steht ein großer Buchstabe. Und das ist in Java ein Indikator, den man nur selbst gewählt hat, aber ein Indikator, dass es sich um eine Klasse handelt. Genauso wie es sich bei Monster um eine konkrete Klasse dann handelt. Das heißt, wir haben hier eben ein String als Klasse drinstehen
den kann man nutzen, den gibt es in Java schon, den muss man nicht selber irgendwie schreiben oder definieren. Das ist schon mal recht praktisch, das heißt also String kann ich da direkt hinschreiben. Dann gucken wir uns das mal an, die Lebenspunkte, auch da sage ich mal, das soll eine Fließkommazahl sein, die irgendwie auch irgendwie im Kampf halt dann verändert werden kann. Dafür haben wir den Wert Double schon mal kennengelernt, das heißt, wir haben die Möglichkeit zu sagen, eben dieser Wert soll eben, ja, in einer Fließkommazahl festgehalten werden können, die auch einen relativ großen Zahlenbereich dann hat. Das heißt also, das ist so eine Möglichkeit. Der nächste Typ, der nebenbei auch noch Fließkommazahlen enthalten kann, wäre Float oder ist Float einfach. Das heißt also, die Zahlen ist da etwas, die Zahlendarstellung ist etwas ungenauer. Vielleicht haben Sie in der Schule mal so mit dem Taschenrechner rumgespielt und gesehen, dass die Mathematik im Rechner, wenn man sie standardmäßig macht, nicht exakt ist, sondern eben mit Rundungsfehlern und Ähnlichem zu kämpfen hat. Und Float ist einfach ungenauer als Double und kann auch weniger Zahlen darstellen. Aber Float braucht weniger Speicherplatz. Double braucht, wie viel eigentlich, glaube ich, 8 Byte und Float 4. Ich weiß es nicht. Wird Ihnen jemand anders beibringen. Auf jeden Fall, die Bytezahl ist auch wieder unterschiedlich. Ja, und dann haben wir hier noch eine Erfahrung drin stehen und da sage ich ganz einfach mal, du sollst ein braver Int-Wert sein. Und so kann ich eben ein Monster definieren. Ich übersetze es mal. Sie sehen, es wird 1a spitzenmäßig übersetzt, kein Problem, aber den will ich nicht haben. Deswegen übertrage ich das nochmal und das ist natürlich auch so übersetzbar. Ja, dann möchte ich als nächstes nochmal eine neue Klasse machen, meinen Trainer. Der Trainer soll eben auch wieder gewisse Eigenschaften dort bekommen. Also Class Trainer, geschweifte Klammer zu. Nebenbei, die kleinste Klassendefinition sieht so aus. Das heißt also, ich habe hier einfach die geschweiften Klammern und das ist eine Klasse für Objekte ohne Eigenschaften. Wird man sehr selten brauchen, könnte aber durchaus sinnvoll sein. Ich gehe nebenbei auch mal auf Übersetzen und Sie sehen, er übersetzt es. Das heißt also, es ist kompilierbar mit einem kleinen T da vorne. Aber unsere Coding-Guidelines, an die wir uns sehr strikt halten, da wir nicht als Esoteriker dargestellt werden wollen, sagt, dieser Buchstabe muss groß sein. Also deswegen zur Sicherheit nochmal, ach, das beruhigt mich immer schon innerlich, das ist schon mal ganz gut. Ja, da müssen wir für unseren Trainer mal wissen, was er so alles haben soll. Er soll mal einen Namen haben. Das ist nebenbei kein Problem, dass verschiedene Objekte die gleichen Objektvariablen Namen haben. Das ist also keine Sache dann. Was soll unser Trainer nochmal haben? Er soll ein Startdatum haben. Ab da, wo er zum Beispiel das Spiel eingetreten ist in der Sache, was man dort haben kann. Er soll ein Erfahrungslevel haben. Bei Deutsch-Englisch ist mir relativ egal. Das mischt sich eh alles mit der Zeit. Deswegen ist das okay, wenn man sie auch Deutsch-Englisch mischen. So, also er hat ein Level. Was hat er sonst noch? Er soll irgendwie ein spezielles Monster als Freund haben. Also ein Freund, den wir dort haben kann. Und er soll eine Monstersammlung haben. Also eine Monstersammlung. Da sollen noch mehr Monster dann drin sein. Dann sind das ganz grob meine Eigenschaften. Ich gehe mal auf Übersetzen. Wir sehen, das funktioniert nicht, weil unsere Objektvariablen alle einen Typen haben müssen. Hier steht eben nur sehr schwammig Identifier expected, das heißt also Fehlermeldungen. Ja, die deuten an, dass irgendwo in der Nähe von diesem Semikolon wohl ein Problem liegen könnte. Jo, das Problem müssen wir aber selbst rausfinden, was es ist. Das heißt, wir brauchen für unseren Namen einen Typen. Das machen wir mal, indem wir dafür einmal String schreiben. Das heißt, wir sind in der Situation drin, dass wir da mit einem Namen festhalten können. Ja, dann gucken wir noch weiter. Das Startdatum, ah ja, das kennen wir schon. Das soll einfach ein Datum sein. Und da ist natürlich das Interessante dran, das ist kein Problem, den Typen, den ich selber geschrieben habe, Datum zu nutzen. Das heißt, hier wird ein Objekt später referenziert, eingebaut, nennen wir es erstmal so. Also ein individuelles Objekt, was zum Trainer gehört, wo das Startdatum dann drin steckt. Das sind die Möglichkeiten. Den Level, den wir dort haben, den machen wir ganz einfach auch mal wieder auf den Byte-Wert, was wir kennengelernt haben, was noch nicht ganz so neu ist. Freund soll einfach mal so ein Monster sein, was zum Beispiel bei dem Trainer auf der Schulter sitzt und damit rumgetragen wird. Dafür nehme ich den Typen Monster, was wir dort haben können. Ja, dann haben wir als nächstes noch Monstersammlung. Das ist natürlich dann auch eine Frage, was ist das denn? Dafür brauche ich einen Typen für Sammlung. Das heißt, es wäre cool, wenn es eine Klasse geben würde, die Sammlung heißt. Collection könnte man im Englischen mal gucken. Ja, gibt es sowas Ähnliches in Java.
passt hier leider nicht. Also müssen wir mal irgendwie eine Klassensammlung, die es gibt in Java, also aus der Klasse String gibt es noch viele andere, die schon vorgegeben sind, die man nutzen kann, mal gucken, was da so drin steckt. Und ein Kompromiss, der da drin steckt für eine Sammlung, ist eine Klasse, die heißt ArrayList. Nur als Beispiel, was wir dort haben. Und ArrayList ist dann der nächste Typ, den wir dort haben. Ja, dann gehen wir mal auf Übersetzen und sehen, mag er nicht. Warum mag er es nicht? Steht hier drin, ArrayList cannot find ArrayList. Das Problem ist, ArrayList ist eine Java-Klasse, die es schon gibt, die aber nicht in Anführungsstrichen zu den Standardklassen gehört. Wenn man solche Klassen nutzen möchte, muss man das explizit aufschreiben. Das heißt also, ich muss aufschreiben, dass ich eine ArrayList haben möchte. Ja, das machen wir, indem wir vor die Klasse, Sie sehen, ich bin vor der Klasse, einen Import-Befehl schreibt. Import, und dann muss man wissen, wo diese Klasse ArrayList sich befindet. Und dann kann man sich vorstellen, dass das ein Verzeichnisbaum ist. Das ist im Verzeichnis Java drin. Dann ein Punkt für ein Unterverzeichnis, ein util, und da drin ist ArrayList. Das ist also dann das, was man dort angeben muss. Das hier nebenbei kriegt man raus mit Erfahrung. Blättern, lesen, schrittweise programmieren, neue Kenntnisse, neuen Veranstaltungen und. Das muss man also, sicherlich muss man da nicht viel auswendig lernen. Wir werden nebenbei sehr wenig Klassen importieren müssen. Das macht es nun ein bisschen einfacher, aber ganz bisschen werden wir da machen. Also gehen wir mal auf Übersetzen und wir sehen, super, das funktioniert. Dann kleine Ergänzung. Die ArrayList, die wir hier haben, ist schon mal der richtige Typ oder einer der richtigen Typen, die man wählen kann. Man kann aber auch explizit angeben, dass in dieser ArrayList nicht allen möglicher Krams drin stehen kann. Ein bisschen formaler, nicht beliebige Arten von Objekten sich drin befinden dürfen, sondern nur ein konkreter Typ. Und das machen wir, indem wir das in spitzen Klammern angeben und sagen, hier sollen nur Monster rein. Das macht es später wesentlich einfacher. Man kann wesentlich weniger Blödsinn programmieren. Deswegen muss das hier angegeben werden. Das hier können Sie sich anschaulich einfach vorstellen. Das hier ist der Klassenname, den man dort hat. ArrayList Monster ist eben da nur die Spezialisierung mit Monster, was drinsteht. Heißt allgemein generischer Typ. Darüber werden wir aber in dieser Vorlesung nicht sprechen, in der gesamten Veranstaltung nicht. Lernen Sie aber später im zweiten Semester noch kennen. Gibt es verwandt damit in C++. Da kann man die Ideen relativ einfach übertragen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Übersetzen wir nochmal und sehen, ja, ist übersetzt 1a spitzenmäßig. Und dann kann man hier nochmal gucken. Und dann sieht man dran, dass hier nebenbei auch Abhängigkeiten aufgemalt werden. Und wenn man das so halbwegs brauchbar platziert, sieht man auch, wie diese einzelnen Abhängigkeiten sind und wer jetzt hier irgendwie mit wem was zusammen macht. Und damit haben wir jetzt eben so ein kleines sogenanntes Datenmodell geschaffen. Wir haben einen Trainer mit einer Klasse Datum, einer Klasse Monster und wir haben aufgeschrieben, wie die Sachen miteinander verknüpft sind. Das hier ist nebenbei kein richtig sauberes sogenanntes Klassendiagramm, sondern ist eher ein Klassenübersichtsdiagramm, möchte ich es mal nennen, in der Sache, was man dort hat. Aber besser als nichts und deswegen sind wir schon mal ganz froh, dass wir das so haben. Wir haben jetzt hier eben gesehen, wie wir die Ideen dann von den Objekten übertragen können in die Strukturen einer Klasse und dann aufschreiben können formal, wie diese Klasse aussehen soll. Wir wissen, dass wir es übersetzen können, dann wissen wir, dass das zumindest erstmal von der Struktur her okay ist. Wenn man sich fragt, hey, jetzt möchte ich doch gerne mal ein Monster anlegen, kann ich sagen, können wir nicht, muss man ehrlich zugeben in der Sache. Oder es gibt noch den kleinen Trick, den Sie schon von der vorherigen Veranstaltung kennen. New Monster könnte ich schon tippen, aber ich kann mit dem Monster zum Beispiel keinen Namen oder ähnliches geben. Wenn Sie das vermissen, das dauert noch ein bisschen, wird aber der nächste größere Schritt sein, den wir uns angucken. Aber erstmal für die Strukturen der Klassen reicht diese Einführung hier aus.